Ich möchte mit euch jetzt noch eine Aufgabe zur schriftlichen Division rechnen. Und zwar auf der Basis von dem, was du schon gelernt hast. Und ich möchte dich als erstes wie immer bitten, das Video anzuhalten und dir zu überlegen, wie du diese Aufgabe 280 geteilt durch 5 lösen könntest. Wir fangen damit an, dass wir uns überlegen, wie oft passt diese 5 in die 2 rein. Ja, das ist also wirklich einfach. Denn die passt einfach 0 mal rein. 0 mal rein. Ja, 5 ist größer als 2, deswegen passt es da nicht rein. Und wenn wir hier diese 0 hier reinzeichnen und das subtrahieren, dann bleibt eben noch 2 übrig. 280, da ist ja die 2 an der 100er Stelle, die 8 an der 10er Stelle und die 0 an der 1er Stelle. Wir nehmen uns jetzt die 8 in der 10er Stelle hier runter. Und überlegen uns jetzt, wie oft passt die 5 in die 28 rein? Das können wir uns ja mal überlegen. Was wissen wir schon? Also wir wissen, dass 5 mal 5 ergibt 25. Und 5 mal 6 gibt 30. Wir wollen aber nicht über die 28 hinauskommen. Also wir müssen bei der 25 bleiben. Und unser erstes Ergebnis hier ist eben 5. Wir multiplizieren das aus. 5 mal 5 ergibt 25. Wir subtrahieren. 28 minus 25 ergibt 3. Und als nächstes nehmen wir uns diese einer Stelle hier runter. Steht hier 30. Wie oft geht die 5 in die 30 rein? Ja, das weißt du schon. Das ist 6 mal genau. Unser zweites Ergebnis. Wir multiplizieren das aus. 5 mal 6 ergibt 30. Wir subtrahieren, haben keinen Rest und sind fertig. Das Ergebnis ist also 56. Und es ist also wirklich keine Zauberei. Und ich möchte dir jetzt einfach nochmal zeigen, was hier eigentlich einfach passiert. Und zwar, indem wir ganz besonders nochmal auf die Stellen hier achten. Das ist die 100er Stelle. Die Zehner Stelle und die Einer Stelle. Wenn wir jetzt das Ganze mal betrachten, als wie oft passt die 5 hier rein, wenn wir in Hundertern denken, dann ist das eben 0 mal. Wenn hier jetzt stünde 500, na, dann würden wir sagen natürlich 100, weil 100 mal 5 gibt 500. Jetzt steht hier aber 280. Und da passt die 5, wenn wir jetzt in Hundertern denken, eben 0 mal rein. Das heißt, wir haben aber immer noch 280 übrig. Und jetzt überlegen wir uns eben die Zehnerstelle. Die Zehnerstelle. Wir gehen immer von der größten Stelle zur kleineren Stelle. Wenn wir jetzt in Zehnern denken, dann können wir uns überlegen, wie oft passt die 5 da rein. Ja, also die passt 50 mal rein. Wir wissen ja, dass 5 mal 5 ist 25. Und 5 mal 50 wäre jetzt 250. Was wir hier also im Wesentlichen gemacht haben, wir haben 5 mal 50 gerechnet, also an der Zehnerstelle, und haben hier letztendlich 280 minus 250, bleibt 30 übrig. Und jetzt sind wir endlich an der einer Stelle, an der letzten Stelle. Haben hier nur noch 30 übrig und da wussten wir ja, dass 5 6 mal reinpasst. Wir lösen also in Wirklichkeit diese Aufgabe, indem wir eben die 5 von der größten Stelle bis zur kleinen Stelle eben runter beurteilen. Da passt sie eben 0 mal rein, letztendlich in der 10er Stelle. Wir haben ja hier ja, 10 mal 28. So kannst du es auch sehen. Und das gibt 280. Und da, was ist da am nächsten dran? Eben 250. 300 wäre schon wieder zu groß, aber 280 passt, wenn wir die 5 in der Zehnerstelle sehen und das wäre eben 50. Und dann haben wir eben 280 minus 250 und dann geht es hier so weiter. Ja, wir können es uns noch ein bisschen einfacher machen. Und zwar, wir brauchen ja diese 0 eigentlich gar nicht. Ich zeige dir das jetzt nochmal, wie das etwas kürzer geht. Wir haben also die 280 geteilt durch 5. Wir wissen ja, die 5 geht nicht in die 2 rein.
aber sie geht eben in die 28 rein. Und was ist dann nächsten dran? Das ist eben die 25 und das ist eben unsere 5. Und 5, wir multiplizieren aus. 5 mal 5 ergibt 25. 28 minus 25 ergibt 3. Wir nehmen die einer Stelle runter. Es bleibt wieder unsere 30 über. Wie oft geht die 5 in die 30 rein? Geht 6 mal hier rein. Wir multiplizieren aus. 5 mal 6 ist 30. Wir dividieren und haben keinen Rest. So, ich hoffe, das hat dein Verständnis nochmal geweckt, wie diese schriftliche Division genau funktioniert.